Willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um die Schattenseiten von Instagram. Wir reden nicht von dem Phänomen, dass Instagram ja nackte Haut gerne mehr teilt als nicht so nackte Haut, aber das war uns ja 2022 schon bekannt, sondern wir haben jetzt ein ganz anderes Problem. Und zwar bezüglich der personalisierten Empfehlung von Beiträgen, die vom Algorithmus ausgehen. Und ich sage euch ehrlich, ich dachte eigentlich immer, dass TikTok problematisch ist bezüglich diesen Themas. Auch auf Twitter gab es zu diesem Thema zahlreiche Retweets und Posts. Und ich habe mal Meta nach einem Statement gebeten und ich habe tatsächlich eins bekommen. Und darauf werden wir gleich einmal eingehen. Ich glaube, ihr kennt es alle, das Gefühl, dass ihr zu Hause über ein Thema gesprochen habt. Ich zum Beispiel letztens habe über Kissenbezüge gesprochen und tada, habe ich Werbung zu Kissenbezügen bekommen. Und das ist auch die Aufgabe von den meisten Algorithmen. Und zwar, dass sie deine Interessen filtern und dir gewisse Interessen anzeigen. Das Problem dabei nur, dass auch gewisse Gruppen zueinander finden können. In den zahlreichen Artikeln, die jetzt zu diesem Thema übrigens erscheinen, habe ich auch in diesem Video drüber gesprochen. Und zwar, dass die Profilen nicht einmal mehr verstecken, was sie für eine Neigung haben. Auch das Wall Street Journal und mehrere Forscher und Forscherinnen waren schockiert über den Fakt, wie offensichtlich die Akteure ihre Interessen in die Kommentare schreiben. Meta hat daraufhin das Einrichten einer Taskforce angekündigt und einige Hashtags gesperrt. Ich bin im Ganzen mal nachgegangen und habe ein paar Hashtags eingegeben und ich muss euch sagen, es ist so einfach, super viel Content einfach zu bekommen von öffentlichen Profilen. Das ist einfach so traurig. Zum Glück muss ich aber sagen, haben einige dieser Accounts die Kommentare eingeschränkt. Man muss hier leider aber trotzdem sagen, die Bilder sind halt trotzdem im Internet. Tatsächlich habe ich auch ein paar Hashtags gefunden, die gesperrt worden sind. Da kam dann diese Meldung. Also es wurde tatsächlich etwas getan. Aber es gibt immer noch Hashtags, bei denen ich ehrlich sagen muss, ich habe die eingegeben und ich habe sofort, ja, Dinge gefunden, wo ich mir sicher bin, dass da so einiges abgeht. Was ich besonders gruselig und verstörend finde an dieser Geschichte ist, dass die Leute in diesen Gruppen genau wussten, durch welche Hashtags sie was zu sehen bekommen. Beispielsweise wurde das illegale Material auf den einzelnen Instagram-Profilen auch Speisekarte genannt. Also konnten quasi die Täter sich ganz einfach aus der Speisekarte ihren Content rauswählen. Außerdem sehr unheimlich war, wie dieser Artikel hier zeigt, dass auch in diesen Profilen, um das Alter nicht sagen zu müssen oder reinschreiben zu müssen, weil der Instagram-Algorithmus darauf scheinbar anspringt, zu schreiben, man sei Chapter 14, also Chapter 40. Oder eben auch, viele Accounts hatten auch stehen, ich bin Age 31, also ich bin 31 und hatten hinten so ein Reverse-Smiley-Emoticon, was dann klar macht, ah, geil, sie ist 13. In diesem Absatz können wir auch lesen, diese absolute, ich finde keine Worte dafür, ich finde es so widerlich, also dass quasi auf einem Teenager-Gesicht ganz großes Wort drauf gemacht worden ist. Es zeigt doch einfach, wie unfassbar schamlos und widerlich das alles ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Um aber nochmal auf den gesperrten Hashtag zurückzukommen, nachdem ich gesucht habe. Ich kann mich doch gut daran erinnern, dass ich selber damals auf Instagram war und mir wurden Models, Kindermodels angezeigt. Und ich habe die halt hübsch gefunden, aber nicht weiter darüber nachgedacht. Und da gibt es auf Instagram ganz viele Fanpages von solchen Models. Und ich verstehe nicht, warum diese Fanpages noch da sind, denn ich habe keine 5 Minuten gebraucht, um Menschen zu finden, die offensichtlich ekelhafte Absichten haben. Denn gerade auf dem Fan-Account, wenn eines dieser Kindermodels einen Bikini anhatte, ich scroll in die Kommentare. Es waren viele weirde Accounts, die komische Sachen geschrieben haben, die privat waren. Eins war öffentlich, ich klicke drauf und natürlich, was ist, diese Person folgt ganz vielen anderen kleinen Mädchen oder so komischen Fan-Mädchen-Accounts. Mich ärgert diese Dreistigkeit dieser Menschen und es zeigt einfach, dass Leute sich irgendwie im Internet sehr sicher fühlen. Ich finde es auch besonders erschreckend, dass jetzt nicht mal es Profile sind, die kein Bild drin haben und offensichtlich Schweinereien schreiben, sondern auch teilweise Leute da sind, die ein Bild drin haben von sich. Und wenn du auf deren Account gehst, haben sie zwar keine Bilder in ihrer Timeline, aber sie sind auf Bildern verlinkt und sie scheinen es wirklich zu sein. Also wie wenig man auch nachdenkt und wie offen man mit sowas umgeht. Ich finde es echt schockierend. Und es ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass man über sowas berichtet. Also das muss doch auch der Plattform bewusst sein. Deswegen auch hier die Frage, was macht Instagram bzw. Meta eigentlich dagegen? Denn die anfänglichen Gegenmaßnahmen, wie dieses Bild hier zeigt, waren nicht so sinnvoll, weil wenn ich auf kinderexpliziten Content drücke und da steht dann, hey,
Hier geht es zu Dingen, die du nicht sehen solltest. Willst du weiter fortfahren oder lieber Nein klicken? Außerdem wurde auch berichtet, dass es sehr, sehr viele bereits gemeldete Beiträge von solchen Content gab und der teilweise erst nach Monaten angeschaut worden ist. Oder wie es eben auch ist, sie waren einfach nicht in der Lage, diese Beiträge zu überprüfen, weil es eben einfach zu viel Content ist, der täglich hochgeladen wird und zu wenige Menschen dahinter sind, die das überprüfen können. Meta sagt übrigens auch, dass sie im vergangenen Jahr 490.000 Konten gelöscht haben, die gegen die Richtlinien für Kinder verstoßen und in den letzten 2 Jahren 27 Netzwerke runtergenommen haben. Auch interessant ist diese Aussage von dem ehemaligen Chief Security Officer Alex Stamos oder Stamos, dass ein Team von 3 Akademikern mit begrenztem Zugang ein so großes Netzwerk finden konnte, sollte bei Meta Alarm auslösen. Er hoffe, das Unternehmen investiere wieder in menschliche Ermittler. Ein Team von 3 Akademikern für eine Plattform, wo jeden Tag so viel Content hochgeladen wird. 3! Und mir stellt sich hier die Frage, wie sollen diese wenigen Mitarbeiter diese ganzen Beiträge von 1,28 Milliarden aktiven Nutzern kontrollieren? Es gab übrigens auch mal einen interessanten Beitrag über diese Menschen, die diesen krassen Content auch auf Facebook beispielsweise sichten müssen, wie psychisch belastbar das ist. Also das ist auch kein einfacher Job und ich glaube, da meldet sich auch keiner freiwillig für, weil du dir einfach 24/7 kranken Content anschauen musst. Aber dann muss man doch irgendwie den Algorithmus so anpassen, dass sowas nicht passieren kann, weil die Menschen werden da nicht hinterherkommen. Auch interessant, und das stand in diesem Artikel, ist, dass TikTok und Twitter deutlich weniger solche kritischen Konten haben wie Instagram. Ich habe ja, wie vorhin schon angekündigt, ein Statement von Meta zu dem Thema bekommen und das werde ich euch jetzt einfach mal so vorlesen, wie ich es bekommen habe. Die Ausbeutung von Kindern ist ein furchtbares Verbrechen. Wir arbeiten hart daran, diese auf und außerhalb unserer Plattform zu bekämpfen und die Strafverfolgungsbehörden dabei zu unterstützen, Kriminelle festzunehmen und zu verfolgen. Wir haben außerdem strenge Richtlinien und Technologien, um zu verhindern, dass Täterinnen Jugendliche auf unseren Apps finden oder mit ihnen interagieren können. Das war ja auch noch so ein Thema, was ja auch mal problematisch war. Weiterhin stellen wir unsere Inhaltsprüferinnen regelmäßig aktualisierte Richtlinien zur Verfügung, um missbräuchliche Konten leichter identifizieren und entfernen zu können. Und wir haben tausende von zusätzlichen Suchbegriffen und Hashtags auf Instagram eingeschränkt. Ich werde Meta noch einen Hashtag schicken, der für mich offensichtlich war, dass er eigentlich gesperrt werden müsste, der noch zu finden war. Das war so offensichtlich, dass der weg muss. Und den gibt's noch. Unsere Arbeiten in diesem... Vielleicht solltet ihr mich einstellen. Unsere Arbeiten in diesem Bereich setzen wir kontinuierlich fort, um Jugendliche zu schützen, Kriminelle zu stoppen und die Strafverfolgungsbehörden dabei zu unterstützen, sich vor Gericht zu bringen. Eine Metasprecherin. Auch die immer cleveren Bots auf Instagram sowie auch auf YouTube und auf anderen Plattformen sind irgendwie nicht unter Kontrolle zu bringen. Ich muss ja sagen, ich gehe oft auf einen Instagram-Beitrag von mir, folgt mir übrigens unter Jasmin Knu und freue mich. Cool, viele Kommentare. Oh, davon sind 90% Bots, die teilweise schon auf manchen Plattformen so clever sind, dass sie Sätze von anderen Usern kopieren, sodass du wirklich genau hinschauen musst, was du da überhaupt herzt und likest und somit auch highlightest. Ich muss sagen, ich kann euch eigentlich immer nur raten, wenn ihr euer Kinderglück teilen wollt mit Freunden, macht euer Profil privat. Schaut, wem ihr folgt. Ich weiß, dann hat trotzdem die Plattform die Bilder, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich möchte aber unbedingt meine Kinder mit meinen Freunden teilen. Okay, aber seid euch bewusst, auch wenn ihr Kommentare ausstellt, die Bilder eurer Kinder sind im Internet. Und Beispiele wie diese hier zeigen uns doch das Problem. Die Bilder werden von Menschen, die ihr von euren Kindern im echten Leben ja auch fernhalten wollen würdet. Und ich möchte mir ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, was mal irgendwann los ist mit den neuen KIs und was da alles möglich ist. Ich will es eigentlich schon gar nicht wissen. Ich muss allerdings sagen, und da bin ich auch sehr gespannt auf deine Meinung, dieses Problem, was ich gerade angesprochen habe, ist ja jetzt nichts Neues mehr. Leider. Wir kennen das Problem, es wird schon oft diskutiert, sei es auf TikTok oder auf Reddit. Das ist ja schon seit ein paar Jahren bekannt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass große Plattformen sich diesem Problem nicht angenommen haben, als sie es von anderen Plattformen gehört haben, die ständig ihre Terms of Services und Algorithmen umstellen, dass sie nicht wussten, dass so ein Problem besteht. Aber jetzt, wo halt international darüber berichtet wird, gibt es dann natürlich auch wieder ein Statement. Also für mich ist es irgendwie seltsam. Ich verstehe zwar, dass Plattformen teilweise sehr groß sind und auch gefühlt außer Kontrolle geraten können, aber das ist, wie gesagt, ein Problem,
Das gibt's nicht erst seit gestern. Es gibt auch Kommentare, die Folgendes dazu sagen. Und zwar, dass es den Plattformen im Prinzip wichtiger ist, interessenbezogene Werbung zu schalten und dass der Algorithmus dir Dinge anzeigt, die dich interessieren und somit dieses Risiko quasi eingehen bzw. ignorieren, wie dieser erste Kommentar hier zum Beispiel ausdrückt. Und der zweite Kommentar darunter, der direkt mal 9000 Likes mehr bekommen hat, der sagt, nein, das ist ein Problem von Eliten, die Kinderhandel betreiben. Und da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Bist du der Meinung, dass es in der Verantwortung der Plattform steht, was wahrscheinlich die meisten sagen, aber haben sie das überhaupt unter Kontrolle und können sie das unter Kontrolle haben? Oder ist es hier tatsächlich so, dass wir sagen, diese Leute sind das Problem? Diese Leute gibt es und das wissen wir, aber ich glaube, gerade durch solche Sicherheitslücken oder Begünstigungen können diese Menschen sich einfach mehr vernetzen und es gibt ja gefühlt auch irgendwie nicht wirklich Konsequenzen, weil jeder gefühlt im Internet anonym ist. Also ich habe 5 Minuten gebraucht, um jemanden zu finden. Natürlich ist es wahrscheinlich schwer, wegen der IP und den ganzen Sachen irgendwie die nachzuweisen. Aber ich finde es immer wieder ermüdend, dass es so einfach ist, nach solchen Sachen zu schauen. Und ich habe Hashtags eingegeben, die in meinem Ermessen definitiv gesperrt werden müssen. Und ich habe 5 Minuten gesucht und das sind Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo auch. Und folgt mir gerne auf meinem Instagram jasmin_gnu. Und falls ihr weitere Themen habt, die ihr interessant findet oder über die ich mal näher recherchieren soll oder es kommt was ganz brandneues rein, schreibt mir auf diese E-Mail. Da ist nämlich alles immer sehr schön gebündelt. Da kann ich immer alles durchgehen. Deswegen gerne auf die E-Mail, falls ihr euch für gewisse Themen interessiert, die ich mal behandeln soll oder ganz Aktuelles reinkommen will, sagt, boah, schau dir das mal an oder irgendwelche seltsamen Trends sich abbilden. Ich bin bereit.